So, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Wie versprochen, hier ist das Bett. Wollen wir mal. You cannot sleep while trespassing. What's that? Das finde ich jetzt doof. Menno, ich kann hier nicht schlafen. Was ist das denn für ein Scheiß? Speichern wir hier lieber mal. Mal sehen, was uns draußen erwartet. Okay, gut. Anscheinend können wir da drin nicht schlafen. Wunderbar. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da schlafen können, weil es nicht als Crime gewertet wird. Als Verbrechen. Also gut, suchen wir uns irgendwo ein anderes Bett. Ich habe irgendwo noch andere Betten. Der war fleißig unseren Heilungsskill verbessern. Ist hier hinten vielleicht ein Bett? Sieht gut aus. Hier sind. Ja, hier ist ein Bett. Kurz noch den ganzen Kram mitnehmen. Brotlaib. So. Schlafen. How long would you like to rest? 1 hour. Rest. Autosaving. Whoop-de-freaking-do! You realize that all of your life you have been coasting along as if you were in a dream. Suddenly facing the trials of the last few days, you have come alive. So, Intelligenz affects your total Magicka and Willpower. How quick you regenerate Magicka and how much fatigue you have. What's this skill? Agility, Speed, Endurance. Mehr Lebensenergie. Das ist gut. Das geht mir am Arsch vorbei. Da 5 drauf. Dann noch. Wie viel kann ich noch? Sehe ich irgendwo, wie viele von diesen Coins ich noch habe? Nee. Kann ich da was draufsetzen? Nee. Okay, das sind also meine Hauptattribute, mit denen es um 5 jeweils weitergeht. Ja, wie viel ich mit mir rumschleppen kann. Und so was ähnliches, bla bla bla. Das erhöht meine. Das. Bogen, Speed, determines how fast you move. Bla bla bla. Personality und Luck interessieren mich erstmal wenig. Wir nehmen mal noch kräftiger zu lang und mehr tragen. Strength. Mehr Lebensenergie, mehr Intelligenz, mehr Stärke, das hört sich gut an. Exit. Way. Wir haben jetzt 130 Lebenspunkte und 70 Mana. Wow, geil. Naja, whatever. Okay, man sieht, ich habe wieder ein bisschen was geklaut in dem Haus. Ich werde echt zum chronischen Dieb in diesem Spiel. Wie viel kann ich jetzt um mich rumschleppen? Das interessiert mich auch kurz. Ja, das ist ja nicht schlecht. Okay. Whoop-de-freaking do. So, wir hatten noch diese eine komische Quest mit dem Grünzeug. Das Grünzeug, Grünzeug. Quest. Quest. Seeking your roots. Map. Wir müssen hier hin. Okay, dann reisen wir dorthin. Laden, laden, laden. Lalalala. Zank, laden zu Ende. Lark, Lark, Lark. Jetzt haben wir auch ein bisschen Gold, damit können wir uns eventuell noch mal in gewissen Schulen weiterbilden. Aha, hier will er uns reinhaben. Die Magiergilde. Okay. Oh, da hinten ist jemand. Bist du diejenige, mit der ich I'm sprechen missing. soll? Anscheinend. My name is Selina Aranya. I'm a Mage's Guild Journeyman. Whoop-de-freaking do. Non-root. What was it called again? Something root? Oh, sorry, I can't remember. I'm afraid unusual plants are not my area of expertise. Na super. I think I'll have to refer you to Sindarian. He's a fantastic alchemist in Skingrad who specializes in this sort of thing. Yay. Yeah. Oh, okay. Seeking your root wurde aktualisiert. Tülü. Take care.
Immer doch, immer doch. Was haben wir hier denn so zu mitnehmen? Starlight. Protect. Wir sind anderen Krimskrams. Was haben wir hier hinten so? Novize, Novize. Alles mit Novizenkram, ne? Ja. Der obligatorische Novizenkrimskrams. Oh, Potions of Heal. Das ist gut. Snowball. Nehmen wir auch mit. Was haben wir da? Starlight, Protect. Nehmen wir auch mit. Da haben wir irgendwelche Bücher. Tü-lü. So, okay, Quest wurde aktualisiert. Wollen wir noch mal schauen, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo führt uns unsere Quest hin? Oh, Gott. Ah, hier. Skingrad. Skingrad Westgate. Travel. Ich liebe diese Fast Travel Funktion. La 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 la. Das scheint ja ein langer Weg zu sein. Yay, mein Pony wurde hier irgendwo. Ist ja nett hier, aber wo zum Henker muss ich hin? Irgendwie will er mich da rein haben. Ach, da ist ein Tor. Ich bin ja auch blind. Das sind ja zwei Tore. Blind. Hello. Ja, hello. Go away. Don't like you. Oh, ein Westwilder. Hier muss ich hin. Hello there. Mhm. Okay, er ist gerade weg. Don't be shy. Join us and do well by doing good. Who the fuck are you? Ah, Fighter's Guild. Tüdelü. Eventuell wann anders. Okay, der Kerl ist gerade nicht ansprechbar. Das heißt, wir warten. Wir haben es 4 Uhr morgens. Sagen wir geben 4 weitere Stunden. Dann haben wir es 8 Uhr. Das dürfte wohl reichen. Dum, 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 dum. Also, tada! Nichts wert mitgenommen zu werden hier. Das ist ein Goldstück. Lohnt kaum. What brings you to my little home underground? Ah. Cinderion. So, you've brought something for me to examine. So ungefähr, ja. Nimm Root. Yes. This is a genuine Nern Root sample. Very nice quality, in fact. That gives me an idea. Since you already know what they look like, do you feel up to a bit of a collecting expedition? Na, supi. Hört sich interessant an. Sure, what did you have in mind? Excellent. But before you go, you're going to need to learn a bit more about Nern Root. Otherwise, you may walk in circles and never find any. Mm-hmm. A few years ago, an adventurer not unlike yourself sold me a musty old tome containing alchemical formulas. Most of them were worthless. But one of the moldy pages contained a recipe for a potion known as an elixir of exploration, a sort of ultimate dungeon delver's brew. The formula looked sound, except it required an extremely rare ingredient. Yes, you guessed it. The Nern Root. I put the book aside because, frankly, I had so many other delicate experiments going on that I just didn't have the time to go plant hunting. Now that you're here, that changes things. Woohoo! The Elixir of Exploration is a multi-purpose potion that was obviously created with the Dungeon Explorer in mind. The formula describes many magnitudes of the brew. If you're interested, I wrote a short missive about it for the Imperial Alchemy Symposium. No, you bring me 10 samples of Nern Root, and I'll make the elixir available to you at a huge discount, as well as give you one for free. Way. The best place for you to start would be Shade Leaf Copse, which is a part of the Great Forest northeast of here. Good luck, and hurry back with more of the Nern Root. Ja, immer noch mein Freund.
Ich glaube, das werde ich offscreen machen, weil das ist mir doch irgendwie zu aufwendig, jetzt alles hier onscreen zu sammeln. Lockpick. Bin ich gesehen. Perfekt. Mitnehmen. Ach ja. Okay, also. Wir brauchen 10 Nirnroot. Wie viele haben wir derzeitig? Nirnroots. Wie viele? Scroll. Nirnroot. Wo ist denn das Zeug? Nirnroot. 2. Mir fehlen noch 8. Das werde ich bei Gelegenheit mal offscreen machen. Hier setze ich wieder einen Schnitt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann.